Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 756. Folge von Dragons Ausstieg vom Berg. Wir bekommen jetzt erst einmal 1000 Bernsteine, was umgerechnet halt nur genau ein polierter Bernstein ist. Nehmen wir es erstmal mit. Können einmal aufs Kreuz gehen. Haben hier dann noch weitere 6 Angebote, die wir durchklicken können, wo aber für uns erstmal soweit nichts dabei ist. Event läuft noch, können wir dann mal reingucken. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir erstmal alle Drachen wieder durch, wie immer. Sind jetzt wieder knapp vor den 3000 Runen, ist auch wichtig, weil, ja, wir haben ja... Gut, vielleicht nicht ganz sinnlos ein paar Runen ausgegeben. Na doch, eigentlich schon. Wir haben 1500 Runen sinnlos ausgegeben. Das war absolut Bullshit. Ja, passiert. Kommt vor. Und ist halt so. Gut, den holen wir nicht, weil der ist schlecht. Das heißt, du kannst wieder auf eine Sammlung gehen. Beziehungsweise aufs Sammlungsstück. So, du kannst los. Ihr könnt alle erstmal los. Dann müssen wir uns mal mitten raus lunchern. Der hier klein mal das Richtige für uns suchen will. So und so. Nein, hier oben. Genau, dann haben wir nämlich jemanden, den wir füttern können. Dann haben wir hier drüben noch jemanden und der geht dann auch gleich aufs Max Level. Für uns erstmal soweit. Natürlich geht es noch höher, aber für uns ist erstmal Max Level. Ja, 1, 2, 3. Gut. Gehen wir wieder vor. Dann kannst du zum Eisen. Dann können wir hier den Kollegen los und den Kollegen losschicken und hier auch nochmal los. Damit haben wir genug Fisch, um hier zu füttern. Damit haben wir den nächsten Level 124er. Sehr schön. Und dann kannst du wieder los zum Holz. Wunderbar. Der Kollege kann nicht ins Training, weil es schon auf dem Maximum ist. Du kannst ins Training, da brauchen wir nochmal etwas Holz. So, nee, nicht Hangar, sondern so. Und dann können wir hier füttern. Dann können wir den füttern. Genau, der geht dann auf Max Level jetzt. Dann können wir hier füttern. Geht ins Training. Hier können wir am Titanrad drehen. Dann müsste ja im Training schon wieder ein Platz auch frei sein. Und dann können wir ja dort auch gleich nochmal gucken. So, gehst du wieder los. Du kannst auch wieder ins Training. Genau, wie sieht es denn jetzt aus? 5 sind Trainer. Okay, dann kriegt man den vielleicht noch rein. Wobei, das könnte knapp werden. Nee, das kriegt man nicht hin. Da reicht der Fisch nicht. Das heißt, du gehst wieder dahin. Hier können wir am Titanrad drehen. Und kein Titan. Okidoki, schade. Dann gehst du wieder los. Dann haben wir hier jetzt noch die Frühlingsstatue. Dann einmal die Sommerstatue, die Herbststatue und die Winterstatue natürlich auch noch. Hier haben wir sogar ein ordentliches Teil. Okay, das kann man immer gebrauchen. Und hier 20 Runen. Wunderbar. Also es geht näher auf die 3000 zu. Das ist immer gut. Fisch haben wir jetzt eigentlich gar keinen mehr übrig. Okay. Ist denn noch ein Platz frei? Ja, ist. Sehr gut. Dann gehst du nämlich. Hier sind keine Drachen mehr mittlerweile. Das hat man ja alles umgebaut. Genau. Dann kann Muffel wieder los. Hier haben wir das Ei gestern auf Garantie gekauft. Obwohl wir es ja eigentlich nicht mehr brauchten. Aber gut. Haben wir ohne höhere Chance auf die Runen. Weil 250 Runen wäre halt schon geil. So, du kannst einmal los. Dann haben wir hier unten noch einmal den großen Überwilden. Der kann natürlich auch wieder los mit 185 Bernstein. Okidoki. Und dann haben wir hier drüben noch einmal ein, also Erets Schiff. Und da können wir auch tauschen. Wunderbar. Gut, dann sammeln wir hier einmal alles ein. Hier. Und können dann... Tagschatten. Oh, schade. Greifender Gründling. Den brauchen wir leider nicht. Können wir trotzdem ausbrüten, wegen mal aufsteigen lassen. Aber jetzt wegen Drachen, neuer Drache, ist es für uns jetzt nicht. Geht's wieder neu los. Was haben wir hier? Holz. Okay. Leicht viel, aber egal. So, dann können die Kollegen wieder los. Da können wir einmal Sturmfall ganz normal weiter. Das muss erstmal noch ein drittes Item finden, was dann ins Glücksrad kommt. Hier müssen wir auch erstmal nochmal normal weiter und ein drittes Item suchen. Okay. Und gratis. Wenn wir dort Pech haben, dann haben wir 3 Eier im Glücksrad und die sind alle 3 sinnlos für uns. Und dann haben wir nochmal Fleischlops. Du kannst auch wieder normal los. Und zwar Fischbein und gratis. Los geht's. So, dann nehmen wir das Gratispaket mit. Einmal einsammeln. Und dann sind wir auch schon wieder knapp vor den 6-mal Urinsmarken. Wir haben heute wahrscheinlich eher nicht knacken. Es sei denn, wir haben da ein bisschen Glück mit dem Glücksrad. Aber da müssen wir mal gucken. So, hier einmal alles einsammeln. Haben wir noch ein paar Runen. Und es fehlen noch 19 Runen. Okay, öffnen wir das zweite Gratispaket. So, sammeln wir das zweite Gratispaket ein. Und... wir bekommen erstmal mal noch ein paar Runen, okay. Sehr gut und wunderbar, haben wir das. Knapp vor 3000. Dann gehen wir in den Season Pass, können hier nochmal einiges einsammeln. Und können
Haben damit die 3000 geknackt, kriegen heute aber keine Belohnung. Das ist ein bisschen mies. Wir werden auch nicht die 6000 Season Points knacken. Schade. Gut, dann können wir hier wieder einsammeln. Beides. Wunderbar. Und jetzt können wir schon in den Beast-Rundlauf gehen. Machen wir hier weiter. Zwei Kämpfer, dann kriegen wir erstmal ein Gratis-Paket auf Garantie und dann vielleicht noch eins aus dem Glücksrad oder so. Das wäre noch geil. Weil wenn wir eins aus dem Glücksrad oder so kriegen, hätten wir heute nochmal zwei. Und mit zwei Gratis-Paketen hätten wir dann, ich glaube, sogar das Goldpaket heute noch. Da müssen wir aber mal gucken. Das steht noch nicht zu 100% fest. Da müssen wir erstmal kurz noch warten. Holen wir uns erstmal den Donnertrommler weg. Als erstes geben wir noch die Schwäche von unserem Sturmschneid. Greifen wir dem nochmal dann normal an und dann sollte das, denke ich mal, auch alles hinhauen. Und das Spiel schmiede ab. Gehen wir wieder rein und gucken mal, ob wir das dann schaffen. Ja, letztes Mal, das funktioniert manchmal nicht ganz so hundertprozentig, weil es einfach teilweise Fehler im Spiel gibt. Aber gucken wir mal, vielleicht kriegen wir es ja hin. Wir können jetzt halt... Doch! Was, diesmal? Ach, wenn man in der ersten Welle startet, funktioniert es 100% genau. Okay. Also nur, wenn man in der zweiten startet, nicht. Oxidoxy, dann wissen wir das jetzt. Oh, das ist auch mal schön zu wissen. Geben wir erstmal die Schwäche. Let's go. So, greifen wir dem Skrill nochmal normal an und dann mit dem Knochen aber auch normal. Dann sollte der Donnertrommler, ich denke mal, auch schon weg sein und können dann auf die nicht... Nein, können wir nicht auf die Heilungsattacke gehen. Aber sollten wir, denke ich mal. Deswegen würde ich uns einen Aktionspunkt-Booster, der ein bisschen sehr sinnlos wäre, raushauen. Zumindest der würde uns erwischen. Der kriegt uns. Der zieht uns raus. Wir müssen. Also wir hätten jetzt vielleicht nicht gemusst, aber wenn wir Pech hätten und die Dreierattacke rauslassen, könnte der uns zerreißen, was ein bisschen assi wäre. Deswegen machen wir es einfach so. Wir haben ja ein paar Aktionspunkte-Booster und der 100. wäre eh wieder verschwunden. Weil das ja immer so ist, wenn ein neuer Spießenlauf startet. Und man kann es maximal 99 haben. Deswegen holen wir uns den. So, du kommst einmal dran und dann haben wir den, denke ich mal, auch schon weg. Oder nehmen halt nochmal ein paar Aktionspunkte mit, falls wir den derzeit noch nicht wegkriegen. Wäre ja prinzipiell auch nicht so schlimm. Können wir hier nochmal die Schwäche geben. Wunderbar. Greifen wir mit dem Skill normal an. Sind in der zweiten Welle. Hier gehen wir uns den Kollegen holen. Die Dreierattacke. Wunderbar. Mit dem Sturmschneid und dem Knochenräuber greifen wir dann normal an. Und zwar einmal so. Dann einmal so. Und dann mit dem Skrill auch nochmal normal. Und dann sollte das, denke ich mal, passen. Genau. Wunderbar. Sehr schön. Und jetzt holen wir uns... Oh nee, wir verlieren unseren ersten Drachen. Uncoole Sache. Hier die Zweierattacke, dann hier die Dreierattacke von unserem Skrill. Damit kriegen wir Nummer 1 auf jeden Fall hier gleich weg. Und dann gucken wir mal, dass wir Nummer 2 auch wegreißen. Das sollte dann kein Problem mehr sein, denke ich mal. So, hier nochmal normal. Genau, wunderbar. Und jetzt hier noch den, da geben wir auch nochmal die Dreierattacke. Damit ist er schon mal zur Hälfte weg. Und dann holen wir das letzte bisschen auch noch. Und dann haben wir auf jeden Fall... gewonnen, wenn wir jetzt hier nochmal normal angreifen. Wunderbar. Dann hier mit dem Skill auch nochmal normal. Dann sollte man das auf jeden Fall schaffen. Und das ist frech. Das heißt, wir greifen einmal normal an und damit kriegen wir den weg. Haben gewonnen und kriegen zwei Glücksräder. So, drehen wir am Glücksrad. Und wir bekommen Holz, 187 Millionen. Okay. Dann drehen wir am nächsten Glücksrad und hier kriegen wir ein Elite-Paket. Okay. Sehr schön, da kannst du nie meckern, da kannst du echt nie meckern. Das heißt, das können wir dann gleich öffnen. Ich würde erstmal gehen hier auf das Gratis-Paket, weil das ja auch im Postfach landet. Wäre sinnlos, wenn wir jetzt rausgehen und dann gleich wieder rein und dann wieder rausgehen. Deswegen würde ich sagen, holen wir erstmal noch das hier und besiegen hier noch die Gegner. Und zwar, oh nee, exotischer Flüsser tot, das ist doch schon wieder so was Besonderes. Der muss auf jeden Fall als erstes mit weg. Das heißt, wir geben die Schwäche von unserem Sturmschneid. Greifen mit dem Skrill normal an. Greifen mit dem Knochen normal und greifen dann mit dem Skrill auch nochmal normal an. Dann soll der weg sein. Genau, wunderbar. Jetzt ist es wieder Mist, weil es einfach mit den Aktionspunkten blöd passt. Mann, ey, der Husten ist echt anstrengend. Hier eine Heilung. Hier immer Schwäche. Mit dem Knochen normal. Und dann hier nochmal die Zweierattacke von unserem Skrill. Damit ist der weg. Wunderbar. Und jetzt können wir uns noch den Gradnader holen. Dann nochmal normal angreifen und mit dem Skill auch nochmal normal und dann sollten wir das, denke ich mal, hier schon ganz gut hinlegen können. So, dann mit dem Sturmschneider jetzt noch einmal normal. In der nächsten Welle gehen wir jetzt gleich auf die Heilung, sobald wir können. Sollte sogar relativ zeitig sein, genau, weil unser Sturmschneider kommt dann gleich als zweites von unseren Drachen dran. Und er sollte das dann auf jeden Fall hinhauen mit dem Heilen auch. Und zwar können wir das jetzt gleich machen. Genau, einmal heilen, wunderbar.
Dann einmal mit dem Knochen aber nochmal auf den Kollegen. Dann hier noch einmal normal reingehen. So, wunderbar. Und jetzt mit dem Sturmschneid nochmal die schöne Heilung raushauen. Dann soll das auf jeden Fall passen. So, einmal heilen. Wunderbar, der ist weg. Dann hier einmal normal. Und dann hier nochmal normal. So. Und jetzt mit dem Sturmschneid nochmal die Schwäche geben. Dann soll das, denke ich mal, auf jeden Fall passen. Wenn wir es einmal so machen. Genau, wunderbar. Haben wir gewonnen und kriegen das Gratispaket. Let's go. So, da drehen wir am Glücksrad. Und wir bekommen einmal eine Frucht der Weißen. Wunderbar, die kann man immer gebrauchen. Und die ist sowieso am besten. Und dann gibt es hier noch einmal Holz. Haben wir schon gesehen, was oben schon geplingert hat beim Postfach. Und das ja immer so ist, wenn das Postfach dann voll ist. Wunderbar. Sammeln wir das einmal ein. Und wir bekommen das Gratispaket und können damit jetzt rausgehen. Können das einmal öffnen. Und dann fehlen uns noch 1, 2, 3 Gratispakete, bis wir dann das wunderschöne Goldpaket wieder öffnen können. Also wird noch ein bisschen dauern. Aber wenn es soweit ist, geht's richtig los. Nochmal 10 Runen oben drauf und dann haben wir hier noch das andere Paket, Magenpaket, genau. Auch nochmal öffnen, Knochenräuber, Funkenwiesel, Krongel, rotes Gift, kann wieder nicht darauf an. Okay, okay. Hier nochmal alles einsammeln. Reicht das denn irgendwo zum Füttern? Wir haben ja so unsere Kandidaten, ja, nee, 212, hier reicht das schon eher. Einmal gefüttert, dann kannst du wieder los. Dann gehen wir auf die Events. Gehen einmal hier rein, machen den nächsten Kampf, ist dann der mittlere Bosskampf der nächste. Und dann wird es schon interessant nachher, weil ihr habt es vielleicht schon gesehen, es sind nur noch 3 Kämpfe übrig. Das heißt, wir sind hier echt auf einem guten Weg, diese 3 Kämpfe am Ende ohne zu kriegen vielleicht. Gut, nicht unbedingt heute, wahrscheinlich eher morgen oder übermorgen. Aber auf jeden Fall können wir uns die 3 Kämpfe dann noch schnappen und beenden. So, hier erstmal die Schwäche auf den Skrill. Mit dem Knochenräuber greifen wir einmal normal an, damit ist es erstmal weg. Dann greifen wir mit unserem Skrill wieder normal auf den gegnerischen Skrill an. Das war jetzt Mist. So, dann einmal die Schwäche von unserem Sturmschneid, und zwar so hier. Und mit unserem Knochenräuber auch wieder normal. Ah, wir kriegen ihn nicht ganz weg, okay. Also jedenfalls noch nicht. Aber gleich schnappen wir ihn. Und zwar jetzt. Wunderbar. Nächste Welle. Hier gehen wir zuallererst einmal auf den Kollegen, hauen dann die Heilungsattacke raus. So. Macht schon mal ganz in Ordnung Schaden. Und dann gehen wir jetzt auf den Verfinsterer. Den sollten wir... Wir können erstmal wieder die 4er-Attacke raushauen, können uns einfach nochmal heilen, was halt nochmal schön Flächenschaden macht, was auf jeden Fall geil ist. Das heißt einmal so hier. Wunderbar. Und dann mit dem Knochenräuber wieder normal auf den Kollegen. Einmal so. Einmal mit dem Skrill. Wir haben schon wieder keine Angriffssounds mehr. Also der normale Hintergrundsound ist noch da, aber Angriffssounds sind nicht mehr da. Mit dem Knochenräuber wieder normal. Aber auf den hier schon mal. Weil den sollten wir jetzt, denke ich, mal so wegkriegen. Ne, okay, dann so. Und die 4er-Attacke. Damit kriegen wir den auf jeden Fall weg. Wunderbar. So, jetzt ist der Plan, erstmal den hier wegzuholen, den wir normal angreifen. Und damit haben wir gewonnen. Kriegen 2 Glücksräder. Let's go. So, da drehen wir einmal am Glücksrad. Und wir bekommen hier ein Gratispaket. Sehr schön. Und damit können wir morgen schon das Goldpaket öffnen, weil wir morgen dann genug zusammenkriegen. Und hier nochmal Holz. Okay. Let's go. Dann würde ich sagen, können wir jetzt den letzten kleinen Kampf machen. Vorher öffnen wir aber noch das Gratis-Paket, und zwar da. Da können wir dann gleich den letzten kleinen Kampf machen, weil dann haben wir es auf jeden Fall sicher, dass wir morgen nur noch 2 Kämpfe übrig haben, wenn wir den jetzt noch gewinnen. Das ist jetzt die Frage, aber das müssen wir aber gleich sehen. Einmal hier rein, einmal hier rein und let's go. Der letzte kleine Kampf, ich denke mal, wir haben 2 Wellen, also das sollte, denke ich mal, ganz gut hinhauen. Und genau, wir haben erstmal nur Donnertrommler, was auch ganz entspannt ist. Dann können wir einmal die Schwäche von unserem Sturmschneid geben. Und mit der Schwäche vom Sturmschneid können wir dann auf jeden Fall dem mehr Schaden mit unserem Knochenräuber und unserem Skrill machen. Auch nachher mit unserem Sturmschneid auch nochmal. Aber da greife ich, glaube ich, normal an. Weil wir werden wahrscheinlich mal wegkriegen, wenn wir die 2 geben, oder? Doch. Na, dann können wir so. Nee, gut, war klar. Es zeigt an, er wäre weg, aber er überlebt es natürlich. Dann einmal so. Hätte ich mir so Stärke geben können, wäre sinnvoll gewesen, aber egal. Nehmen wir halt ein paar Aktionspunkte mit. Der erste Gegner, den hatten wir jetzt weg. Und jetzt ist der nächste dran. Da geben wir hier einmal die Stärke auf unseren Knochenräuber. Wunderbar.
greifen in unserem Skill normal an, gehen dann auf die Schwäche von unserem Sturmschneid und danach sammeln wir die Aktionspunkte für die nächste Welle und da können wir dann in der nächsten Welle auf jeden Fall gleich wieder die Heilung raushauen. Der ist weg. Letzte Welle und die sieht auch relativ entspannt aus. Da geben wir erstmal hier die Zwei-Attacke auf den Kollegen. Und dann sollte das, denke ich mal, hinhauen, wenn wir jetzt hier schön die Heilungsattacke raushauen. Dann mit unserem Knochen aber wieder auf den Kollegen gehen. Dann können wir jetzt mit dem Skill nochmal normal. Das könnte sogar ausreichen, wenn wir Glück haben. Wäre ganz gut. Genau. Dann hier die Zwei-Attacke von unserem Sturmschneider jetzt auf den tödlichen Nada. Ach, geht ja gar nicht, Mist. Dann die Stärke von unserem Knochenräuber auf unseren Knochenräuber. Und dann einmal mit der Zwei-Attacke vom Skrill sollte es, denke ich mal, ausreichen. Genau. Und hier die Schwäche von unserem Sturmschneid. Dann mit dem Knochenräuber nochmal normal. Und mit dem Skrill können wir dann auch nochmal die Zwei-Attacke raushauen. Da soll das auf jeden Fall auch hinhauen. Oder nicht ganz, aber jetzt auf jeden Fall mit der letzten Attacke. Und damit haben wir den nächsten Kampf auch wieder gewonnen. Let's go. So, da drehen wir ja am Glücksrad und wir kriegen schon mal kein Holz. Wir kriegen Fisch, 187 Millionen, let's go. Können wir nochmal den Blitzkeiler füttern. Und hier kriegen wir ein Spießrutenlaufpaket. Da haben wir doch noch ein Paket zum Öffnen. Hier nochmal ein Markenpaket. Vielleicht kriegen wir damit sogar noch eine tägliche Aufgabe fertig. Das könnte auch noch sein. Das weiß ich nicht, weil wir dann zwei geöffnet haben heute. Das könnte theoretisch sein. Ja, wunderbar. Nehmen wir das einmal mit. Und dann fehlt auch nur Arm. Ja, schade, egal. Öffnen wir das gerade Spießenlaufpaket auch nochmal. Und hier gibt es einen seltenen Drachen. Knochenräuber, ja, dich haben wir schon oft genug. Das ist jetzt nichts Überwältigendes. Platzieren, hier hinten, füttern, Hangar, let's go. So, Training haben wir keinen Platz mehr frei, oder? Nö, aber wir können hier nochmal kurz, damit wir nochmal eine Aufgabe fertig haben. Achso, haben wir jetzt eine... Oh! Video kurz angucken. Da haben wir nämlich die Aufgabe fertig, kriegen hier nochmal 10 Runen und kriegen dann noch das schöne tägliche Paket. Let's go, Probianspaket. Gibt ein paar Runen, bisschen Fisch, bisschen Holz und nochmal ordentlich Fisch oben drauf. Damit können wir heute Blitzkeiler aufs nächste Level füttern. Let's go. Kann auch wieder ins Training, aber jetzt gerade noch nicht, sondern erst später. Und kriegt dann nochmal doppelt so viel Holz drauf. Das ist sehr geil. Gut, würde ich sagen, wäre es mit dem heutigen Video auch schon wieder gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, mein Husten hat nicht ganz so genervt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch natürlich viel Spaß und ciao, ciao, Leute.